Ja, wer ist er denn? Er macht auch mal eigene Videos. Lol. Grüß Gott und hallo zu einem weiteren Video auf... Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal von Aller Games. Heute wieder ein Video von mir. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es jetzt um den Brettspielsammler, die erste Folge von mir. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich derjenige von den drei Leuten, der sich die wenigsten Spiele gönnt. Aber ich dachte mir, es sind jetzt ein paar Spiele angefallen, deswegen da kann ich auch meinen eigenen Brettspielsammler machen. Ohne viel drumherum Gerede, können wir mal direkt dazu. Erstes Spiel für Ravensburger Werwörter. Ist ein nettes Partyspiel, was wir in letzter Zeit häufiger gespielt haben in einer netten Runde. Ist sogar mit vier Leuten ganz nett. Es geht darum, ein Zauberwort zu erraten, wobei einer der Werwolf ist, der gegen das Dorf spielt, der das Wort auch kennt. Der Bürgermeister sucht sich dieses Wort aus. Ist mit App-Unterstützung, aber man kann es auch ohne machen. Wir haben es noch nie ohne ausprobiert, weil die App einem immer vorgibt, wer jetzt die Augen öffnen darf und so weiter. Deswegen, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe gehofft, dass es Spiel des Jahres wird, aber ist leider nicht geworden. Dann geht es weiter mit einer Essen-Neuheit. Der Kartograf habe ich mir gegönnt. Ich habe gehört, dass es bei vielen Leuten gar nicht so gut ankommt. Ich habe es jetzt vor einer Woche nochmal gespielt mit ein paar Freunden. Ich finde es gut, definitiv. Gerade der Aspekt, also ist ein Flip and Write, wo eine Karte gezeichnet wird und wir uns immer die Plätze aussuchen dürfen, wo wir diese Sachen zeichnen, Flüsse, Wälder, Städte. Und bei einem Überfall ist es so, dass der Spieler rechts oder links von einem die Karte sozusagen verschlechtert. Also diesen Aspekt des gegenseitigen etwas kaputtmachens finde ich schon ziemlich cool bei so einem Flip and Write. Aber ist auch nicht so viel, was man einem kaputt machen kann, sodass das Ganze nicht irgendwie das ganze Spiel kaputt macht. Also der Kartograf ist auf jeden Fall auch ein Flip and Write, was ich sehr empfehlen kann. Auch wenn das nicht alle so sehen. Dann ist es so, dass ich meine Spielesammlung mit der von meiner Freundin zusammengelegt habe. Also ich lage hier ein paar Spiele von ihr. Deswegen, Grüße gehen raus, Cards Against Humanity. Wer das erste Video von mir schon gesehen hat, ihr wisst, dass ich Bam habe. Ist nie auf den Tisch gekommen. Auch bei einer größeren Runde, Cards Against Humanity. Super witziges Spiel, auch mit wenig Leuten. Macht immer Spaß. Ist die englische Version, aber... Wir können alle Englisch, deswegen Cards Against Humanity ist jetzt auch in meiner Sammlung. Darf ich so sagen. Dann habe ich ein Spiel von meinen Eltern übernommen, weil sie es nicht mal ausgepackt hatten. Und ich sehr interessiert war wegen dem Thema. Caesar gegen Cleopatra. Reines Zweispielerspiel. Senatoren, ja die römische Verwaltung, also Senatoren, Patrizier, sowas alles, werden dabei sein. Genau, die muss man dann in seine Macht übernehmen. Die geben dann verschiedene Punkte. Ist ein nettes Zweispielerspiel, kann man mal zwischendurch spielen. Reines Kartenspiel. Genau, von Kosmos. Ist auch ein bisschen älter, habe ich gesehen. Dann, wer die anderen Videos mit den Top 20, Top 10 schon gesehen hat, weiß Bescheid. Ich bin ein sehr großer Human Punishment Fan. Deswegen kann ich es dir auch nochmal empfehlen. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, schaut rein. Ansonsten Social Deduction Game, Menschen, Maschinen, Gesetzlose, jeder hat eine geheime Rolle, also das Spiel macht super Spaß. Vielleicht spielen wir es heute Abend, mal sehen. Dann, zu Weihnachten bekommen habe ich von meiner Schwester, weil ich ein großer Nicht-Lustig-Fan bin, das Spiel Super Lemming. Ist relativ witzig, es geht darum, dass die Lemminge über die Klippe springen, auch ein reines Kartenspiel. Wer da am Ende mit so einem Super-Lemming die meisten Lemminge gerettet hat, also die über die Klippe gesprungen sind, hat das Spiel gewonnen. Ist ganz nett, mal für zwischendurch, nettes Kartenspiel, lustige Illustration, definitiv. Im Stil fand ich lustig, wer ihn nicht kennt, schaut mal rein. Super-Lemming, auch neu in der Sammlung. Dann das zweite Spiel, was ich als Sammlung übernommen habe von meiner Freundin, ist, halt mal kurz... im Universum von Marc-Uwe Kling, die Känguru-Chroniken, sollte eigentlich auch jedem was sagen. Auch ein nettes, kurzes Kartenspiel. Ganz witzig ist dabei, dass die Regeln auch online zu sehen sind und man sie dort auch
ansehen kann. Dann haben wir im Kosmos Verlag Lost Cities dabei. Lost Cities, das Duell, ist auf jeden Fall ein reines Zweispielerspiel, wo man verschiedene Expeditionen macht in fünf oder sechs verschiedene Orte, verschiedene Karten anlegt. Ist auch ein sehr gutes Zweispielerspiel. Ich würde sagen, vielleicht sogar das Beste von denen, die ich gerade hier vorgestellt habe. Ja, ist das Beste von denen. Deswegen kann ich das auch sehr empfehlen. Dann haben wir, ja, vielleicht ist der Akku gleich alle, deswegen habe ich mal kurz auf Stopp gemacht. Auch zu Weihnachten bekommen von meiner Freundin das Spiel Trois. Wir haben es in London im Brettspielcafé gespielt. Ich habe es so gefeiert, deswegen wollte ich es definitiv haben. Deswegen haben wir hier das gute Spiel Trois. Kann ich auch sehr empfehlen, da ist Management, man würfelt und benutzt seine Würfel, kann aber auch die Würfel der anderen Spieler kaufen. Deswegen auch in meiner Sammlung. Zwei Spiele haben wir noch. Das erste, Papa Paolo. Ich will nicht sagen, wieder ein Fehlkauf, aber wir haben es bisher nur ein einziges Mal gespielt, auf der BerlinCon gekauft. War relativ günstig, deswegen habe ich da zugeschlagen. Geizfuchs hier wieder. Ja, ist ein lustiges Spiel, wo man Pizzen ausliefert, aber ist auch nicht wirklich was Besonderes. Und das größte neue Spiel, was ich mir zugelegt habe, ist King's Dilemma. Wird auch wahrscheinlich vielen was sagen. Ist ein Spiel, wo man so eine Geschichte nachspielt. Ich bin sehr der Freund von Story Games. Also wo Geschichten im Vordergrund stehen. Hier ist es definitiv so. Jede Dilemma-Karte hat eine andere Geschichte, die hier vorgelesen wird. Und dann geht es darum zu entscheiden, was gemacht wird, wer sich wofür entscheidet, machen wir dieses oder jenes. Also ist ein ziemlich heftiges Ding. Trefft die Geschichte, lest die Geschichte und trefft eure Wahl. Öffnet Umschläge, sind quasi, nein, nicht quasi, ist es wieder ein Legacy-Spiel, weil wieder Sticker aufgeklebt werden. Ja, King's Dilemma, das größte Spiel in meiner, das größte neue Spiel in meiner Sammlung. Ja, das ist es dann auch schon gewesen von mir. Eine kleine, aber nette Runde Brettspielsammler von mir. Damit ist das Video auch jetzt schon vorbei. Ich würde sagen, schaut mal gerne in die anderen Videos, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Lasst mir einen Kommentar da, ob euch irgendwas von den Spielen gefällt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.